Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und herzlich willkommen zu einer weiteren FIFA 22 Road to Glory Folge. Heute gibt es meine Weekend League Rewards, das Ganze live im Stream mit dem Chat auf Twitch. Falls ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Da werde ich die Weekend League jede Woche streamen. Link ist in der Videobeschreibung, Julius FGU heiße ich dort. Tim Latka ist bei mir zum Beispiel auch im Chat. Da sind wirklich sehr nette Menschen am Start. Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle Twitch-Supporter. Ihr habt gestern ein Video gesehen, wir haben es nach einer schlechten Weekend League letzte Woche, gestern bzw. dieses Wochenende in Rang 2 geschafft mit 12-5 bzw. 13-5, wenn man den einen Freewin, den wir geschenkt bekommen haben, noch dazu zählen will. Damit bin ich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. 12-5 passt auf jeden Fall. 12 Sieger ist alles, was ich will. Rang 2 ist alles, was ich will. Man kann einfach sagen, so Rang 1 ist mir, glaube ich, wirklich viel zu schwer und Rang 2 ist halt, ja, schon gut machbar. Sagen wir es mal so. Letzte Woche haben wir nur Rang 3 geschafft, haben damit das 35k-Pack verpasst, ein paar Münzen verpasst. Ich weiß gerade auch gar nicht auswendig, wie viele Münzen man für Rang 3 bekommt. Kann mir der Chat gerne mal in den Chat schreiben. Und wir bekommen heute 3 rote Player-Picks statt nur 2. Das Team, mit dem wir gespielt haben, sieht folgendermaßen aus. Bounou im Tor, Jesus Navas, Koundé, Lacroix, ihr seht es selber. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Ben Yedder war schon so ziemlich der Man of the Weekend League. 35k bekommt man übrigens für Rang 3, wird mir in den Chat geschrieben. Dann ist das auf jeden Fall schon nochmal eine gute Steigerung, Rang 2 mit 25.000 Münzen mehr. Wie gesagt, Team seht ihr hier, Ben Yedder und Depay waren dieses Wochenende meine neuen Stürmer. Ben Yedder 30 Spiele, 27 Tore, 7 Vorlagen und Depay 30 Spiele, 15 Tore, 12 Vorlagen. Und genauso hat es sich halt auch angefühlt. Ben Yedder hat mir deutlich besser gefallen als Depay. Ich bin aktuell am Überlegen, ob ich hier Fekir hinstellen soll. Würde auch sehr, sehr gut hier reinpassen, würde auch Full Cam bekommen. Allerdings hätte ich dann halt nur einen richtigen Stürmer mit Ben Yedder und da bin ich mir halt nicht ganz so sicher, ob ich das machen will. Von dem her schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich irgendwie was anderes verbessern soll, ob ich irgendwie nochmal komplett umstellen soll, ich weiß es nicht. Ansonsten weiß ich auch nicht, ob ich Ben Yedder oder Martial mehr feiere. Martial war ja bisher mein Lieblingsstürmer in FIFA 22, hat auch gut genetzt in 95 Spielen, aber Ben Yedder hat halt einfach die 5-Star-Weak-Foot. Von dem her, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber Ben Yedder hat auf jeden Fall einen guten Job gemacht, der Kollege. Hat gut rasiert und ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir aus unseren Rewards was Gutes ziehen werden. Ansonsten bekomme ich immer noch auch auf, keine Ahnung, auf Insta, Twitter öfter mal die Nachricht, yo Julius, du hast vor kurzem deine überteuert Verkaufenliste gezeigt, bei mir verkauft sich gar nichts. Das kann ich absolut nicht bestätigen. Ich habe jetzt allein hier wieder 20 Verkäufe, also bei mir läuft die ÜV-Liste. Das ist nicht gefaked, ich kaufe die nicht mit einem zweiten Account, was auch absoluter Quatsch wäre. Aber ihr seht's hier, die Spieler gehen bei mir gut weg. Ihr müsst halt einfach dran denken, dass ihr die jede Stunde neu anbietet und darauf achten, die ja immer umzuwandeln. Klar, bei Innenverteidiger und so weiter nicht möglich, aber so bei einem ZDM zum ZM umgewandelt schon kaufen, dann läuft das auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt unser Team nochmal deutlich zu verbessern mit einem roten Mané. Wir gehen rein in die Weekend League Rewards. Wenn ich sie finde, da sind sie. Und dann bin ich jetzt mal sehr gespannt. Roter Theo Hernandez oder roter Mané wären wirklich eine 10 von 10. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, was noch drin ist. Depay natürlich, den wir jetzt in der Weekend League gezockt haben oder nicht. Egal, ich weiß es nicht. Wir gehen rein in den ersten Player Pick. Komm, 90er Mané wäre so wild. Ja, okay, aber Rafinha nehme ich. Für RTG ist es eine sehr nice Karte. 92 Tempo, 79 Schuss, 79 Passen. Forster. Sogar Linksfuß über Außen. Was jetzt auch nicht selten ist, was laber ich. Aber der sieht nice aus. Der ist schon mal gut. Schmeckt, schreibt Tim Latka. Und schmeckt, schreibt auch Janus in den Chat. Das freut mich doch. Guter Start in die Player Picks. Cheap Salah, alles klar. Da würde ich sagen, zweiter Player Pick. Wir gehen rein. Sadio Mané. Lozano, auch sehr stark. Milinkovic-Savic, absolut Schmutz. Also klar, besseres Rating. Ja, okay, absolut Schmutz jetzt auch nicht. Sieht eigentlich sogar recht nice aus. Forster Skills, 5-Star Weakfoot, aber halt viel zu langsam. Eigentlich eine nice Karte, aber Lozano ist auch nochmal ein sehr geiler Sub. Hat leider nur noch
3 Sterne schwacher Fuß. Hat er vielleicht auch letztes Jahr gehabt. Aber Lozano ist auch nochmal sehr, sehr nice. Richtig guter Sub. Die können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich wechsle nämlich immer noch Gelson, Martins und Co. ein. Wobei Gelson, Martins auch extrem nice ist. Ich mag den voll. Aber Lozano auch eine sehr nice Karte. Also Player-Picks sind jetzt schon wirklich sehr, sehr stark. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Und dann gehen wir jetzt noch in den dritten und damit letzten Player-Pick rein. Der wird safe Rotze auf Ansage. Okay. Digga, was sehe ich denn hier? Guardiol, Müller und Depay. Gerade noch Depay durch den Kakao gezogen, den Mann. Und jetzt ziehen wir hier einfach noch einen saftigen Depay. Der Chat gönnt anders. Also Müller kostet, glaube ich, nur so 25k. Guardiol ist natürlich auch ein guter Innenverteidiger, gutes Tempo, aber Depay müssen wir nehmen. Digga, die Player-Picks sind ja wohl eine 10 von 10. Hilfe! Rafinha, Lozano, Depay. Weltklasse. Guardiol wird mir hier in den Chat geschrieben. Nee, da müssen wir schon den Depay mitnehmen. Krank. Wirklich. Also jetzt kann ich mir sogar noch mal überlegen, ob ich den Depay vielleicht doch noch mal behalte, weil so ein roter Depay ist schon nice. Ich glaube, ich hatte den letztes Jahr auch. Gut, den können wir auf jeden Fall verkaufen. Da werden wir auf jeden Fall mit dem dann auch noch mal ein bisschen Gewinn machen. Was heißt Gewinn? Wir machen auf jeden Fall Verlust, weil alles extrem gesunken ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall fresh. Digga, wie günstig ist er denn? 55.000, Moin Meister, perfekt. Das ist ja der Wahnsinn, alles klar, egal. Wir kommen zu den Tradable Rewards. 35k Pack, 100k Pack und 3er Inform Set. Wir gehen rein, 35k Pack, gönnt das? Nee, Digga. Nicht mal ein Brett. OMG Gareth Bale im Pack gezogen. Let's go, Digga. Gut, das war nix. Ich glaube, der kostet auch wirklich Abstoß. Ja, Pulisic kostet der ein bisschen. Könnte sogar... Ich packe erstmal alles in den Verein. Kann man da auch erstmal gut bunkern, würde ich sagen. 1000 Münzen nehme ich mit. Den Kollegen stoße ich ab. Und dann kommen wir zum 100k Pack. Vorschau Pack habe ich gezogen. Alles klar. Komm. 100k Pack. Letzte Woche hatte ich, glaube ich, Parejo Walkout. Was wird dieses Mal drin sein? 100k Pack. Komm. Schieß mich in die Rente. Es ist kein Walkout. Gündogan. Es ist so traurig. Gündogan. Oh mein Gott, Hilfe. Der kostet auch bestimmt gar nichts. Komm, Ferland Mondi hinten dran. Bruder. Mein Packluck ist wirklich tot. Also klar, die Player Packs waren krass. Aber so tradable Packluck tot. Einfach tot. Perfekt, Digga. Das war auf jeden Fall nix. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss des Videos jetzt noch zum 3er Inform Set. Das muss jetzt wirklich gönnen. Also ein paar Münzen machen wäre schon nett. Ohne Scheiß. Ich will mein Team weiter verbessern. Da muss jetzt irgendwie... Komm. Sadio Mané in 3, 2, 1. Oh. Perfekt. 30k, Tim Latka schreibt schon in den Chat. Vielen Dank dafür, Alter. Danke EA für 30.000 Münzen. Es ist der Wahnsinn. Letzte Woche haben wir komplett reingelackt mit Foden. Das war sehr, sehr geil. Von dem her, ja, bin ich da jetzt auch nicht extrem mad. Aber wäre natürlich fresh gewesen. Sehr, sehr schade. Schade, schade, schade. Trotzdem sehr, sehr starke Rewards. Ich bin mega zufrieden. Die 3 roten Player Picks waren sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, Jungs, lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Dann bin ich raus für heute. Macht's bis die Tage gut. Haut rein und ciao.